Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir melden uns heute aus der Lackiererei mit einem randalierenden Kater. Den habe ich gerade eben ein bisschen gespielt und der ist noch ein bisschen aufgekratzt. Macht aber nichts. Wir haben hier einen Auftrag. Moment, wir wollen erstmal ganz kurz gucken. Wir haben hier einen Auftrag. Den hat uns unser Chef wieder reingedrückt. Lackiere das Fahrzeug mit Originallack. Mehr soll ich hier dran nicht machen. Also machen wir das auch. Dann nehmen wir den Originallack, dann ist das gute Stück schwarz. Lackieren. Solche Aufträge haben wir gerne. Zack. Wir sind nicht mehr ganz alles weiß. Und dann gehen wir dann mal ganz kurz an die Tür und dann sehen wir, wenn wir hier rausgucken. Hier stehen noch ein paar Autos. Was so viel wie das der hat, glaube ich, was mit der Bremse zu tun. Der hat auch ein paar Schäden. Naja, mal gucken. So, gut. Aber hier haben wir quasi den Auftrag fertig gemacht. Bringt uns 1000 Ersatzteile kostet, 500 Arbeitslohn, 500 Abschlussprämie. Bringt 2099. Na gut. Mathematik kann nicht jeder. Ja, 2100 wären gut gewesen und wir haben eine Kiste gekriegt. Sehr schön. Was haben wir denn alles überhaupt im Inventar? Ein Haufen Teile, die natürlich eigentlich ganz gut sind. Ja, da können wir jetzt natürlich durchaus mal sagen, wir müssen ins Warenhaus 2, glaube ich, da mal ein bisschen was einlagern. Wir werden sie eh nie wieder rausholen, ne? Das ist uns schon bewusst. Aber falls mal irgendwas ist, kann man ja, wenn man möchte. So, die Kiste lassen wir erstmal, wo sie ist. Wir haben ein großes Case-Opening am Ende der Folge. Vielleicht kriegen wir nämlich noch eine Kiste dazu. So, was haben wir denn hier schönes für ein Problem? Lackiere im Originallack. Okay, repariere Teile. Motorhaube, Heckklappe, Stoßstange hinten, Rücklicht rechts, Windschutzscheibe, Karosserie Typ A links. Karosserie Typ A links. Was ist das für eine? Hier. Ah ja, rausgebaut. So, was war noch? Jetzt habe ich schon wieder alles vergessen. Also, Heckklappe war es auf jeden Fall. Irgendein Rücklicht war es. Ach, verdammt. So. Heckklappe, Stoßstange hinten, Rücklicht rechts. Rücklicht rechts, Stoßstange hinten, Motorhaube, Windschutzscheibe. So. Dann gehen wir hier mal an die Werkbank und dann gucken wir mal, ob wir da nicht vielleicht ein paar Teile repariert kriegen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann zusammenbauen. Motorhaube, bitte schön. Sieht wieder glänzend aus. Deckklappe auch. Stoßstange. Guck dir das an. Oh Mann, da haben wir den Chrom wieder ordentlich drauf gespuckt. So, machen wir das Kennzeichen dran wieder. Korea oder was ist das? Hm, keine Ahnung. So, Rücklicht rechts, das müssen wir kaufen. Oh, hat sich einer gemerkt, das war ein Plymouth, ne? Aber welcher? Welcher von beiden? Das war der Roadrunner. Alles klar. Die. Moment, Shop. Wunderbar. Roadrunner. Rücklicht rechts brauchen wir. Wir brauchen eine Windschutzscheibe und links. So, wo ist eine Windschutzscheibe? Da ist eine Windschutzscheibe. So. Wupp. Eine Windschutzscheibe. Wupp. So, dann gucken wir nochmal. Karosseriescheibe. Achso. Die haben wir noch nicht eingebaut wieder. Ja. So, gekauft haben wir sie schon. Sehr gut. Also sonst sieht die Karre auch wirklich fürchterlich aus, aber gut. Er möchte nur die Teile repariert haben. Und dann muss es jetzt in die Lackiererei. Na gut, dann das hier, dann bewegen in die Lackiererei. Machen wir mal Originallack dran. Zack, Tür auf, Tür zu. Upsala. Originallack ist in diesem Fall, was ist denn das für eine Farbe? Na gut, egal. Wir lackieren, wir sollen es im Originallack machen. Jetzt gucken wir uns draußen nochmal genau an, ob uns diese Farbe jemals gefallen wird, aber bin mir nicht ganz sicher. So. Sieht auch noch ordentlich rostig aus, ne? Aber wenn du die Motorhaube siehst, die ganz schön. So, ja, mal einen Fotomodus machen hier. So, schön. Sieht gut aus. Den haben wir repariert. Zack. So. Und dann wird das Ganze hier dem Kunden schmackhaft geredet. Du, wir haben es repariert. Übrigens mal fast 6000 Euro. Nicht schlecht. 5795 und fertig. So, Speichervorgang. Erfolgreich. Gut, dann haben wir hier noch einen. So, du
bist. Nee, nicht telefonieren will ich mit dir nicht. Ich möchte gerne mal gucken. Problem mit dem Bremsen. Alles klar, gucken wir mal hier oben rein. Gibt es hier oben irgendein Problem? Das sieht eigentlich alles nochmal so gut aus, das Problem. Aber warte mal, den werden wir trotzdem mal rausnehmen und mal reparieren. Einfach nur, damit weniger Möglichkeiten sind, nicht? Wir müssen ihn hier nicht. So. Dann wollen wir nochmal gucken, welches Problem du mit den Bremsen hast. Das sieht hier schon mal sehr problematisch aus auf der Seite. Das bitte ab. Das bitte runter. Gut, dann machen wir das Ganze auch auf der linken Seite von. Die Reifen, die Ballonreifen, ne? Ein Graus. Aber gut. Es war zu den Zeiten wohl oder übel modern und dann ist man die gefahren. Ich weiß gar nicht, was man sich davon versprochen hat. War das für Federkomfort bei den Ballonreifen oder irgendeiner da jetzt eine nähere Information zu? Falls ja, kann er sie mir gerne mal geben. Weil, würde mich interessieren, ne? Also ob das wirklich gedacht war, Mensch, da ist denn mehr Luft quasi zwischen der gefederten und ungefederten Masse oder sowas. Was? Oder zwischen der ganzen Masse und dem Straßen und Belag. Vielleicht waren die Straßen damals auch holpriger, dass man dachte, dann vielleicht ist das vielleicht ein bisschen besser aus. Ja, Vorteile haben wir kaputt repariert, passiert. Gut, dann gucken wir mal, was wir alles nachkaufen müssen. Nee, da nicht. Dann hier zusammenschrauben. So, als erstes brauchen wir auf jeden Fall Bremsscheiben. Dazu müssen wir in den Laden gehen. Hallo, danke. Internet ist wieder langsam heute, was? So, Bremsen brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall belüftete Scheiben, zwei Stück. Ja. Und Belege. Zweimal. Das brauchen wir auf jeden Fall. Alles andere werden wir gleich sehen. So, was haben wir? Bremsbelege haben wir auch. Sattel haben wir zumindest einheilen, damit wir einen noch nachkaufen. Gut, na, das kriegen wir auch hin. Und die Felge davor. Sehr schön. So, dann ups, auf die andere Seite. Hoppala, jetzt hat auch was geruckelt hier. Ich glaube, das ist irgendwas Neuladen, hat den gerade fehlgeschlagen. Belege, jetzt müssen wir ganz kurz in den Shop gehen, weil wir brauchen einen Sattel. Sattel. So. Und dann bauen wir die Felge wieder an. Sehr schön. Dann Hinterachse. Das könnte jetzt auch interessant werden. Wie viel haben wir davon repariert? Keinen. Das ist natürlich nicht viel. Dann müssen wir zwei kaufen. Bleibt nichts anderes über. Eins. Oh, hier haben wir auch nicht repariert gekriegt. Auch selten. Nehmen wir gleich die Trommeln mit. So. Nee, dahin will ich nicht hin. Hier will ich hin. So. Dann die Bremstrommel auch noch davor wieder. Eine war noch gut, die hätten wir gar nicht machen brauchen, aber hey, komm. Es sind Bremsen und bei Bremsen macht man keine, ne? Das kann man, wenn man da einen Fehler macht, das ist nicht gut. Weil wenn der Kunde dann nämlich in dem Notfall, wo er bremsen muss, nicht bremsen kann, und es wird dir nachgewiesen, dass du schuld bist, weil du es nicht das richtige Teil verbaut hast, dann bist du derjenige, der dafür dran ist. Ja, dann kommen sie dann nämlich bei der Werkstatt an und sagen, hey, ihr habt da Mist gebaut, könnt ihr das vielleicht mal besser machen beim nächsten Mal oder generell besser machen? Ja. Oh, ja, ausgebaut und wollten reparieren, haben aber gar nicht repariert gekriegt, der war sogar kaputt. Super. Dabei wollte ich ihn erst drinnen lassen. Hier ja einer. So. Deckel zu. Gucken wir mal. Radbremse, Bremsbacke, Trommel, Zylinder, Sattel. Ne, den haben wir kaputt repariert. Der war hier nicht mit bei. Na toll. Wir sind ja Helden. Okay. Aber egal. Wir haben das Auto komplett fertig und der Kunde musste einen Bremskraftverstärker bezahlen, den ich kaputt gemacht habe. Weiß nicht, ob er es tut. Ne, tut er nicht. Sonst wäre das hier teurer gewesen, weil die Ersatzteile 512 ist wirklich nur das hier. Gut, $800 und der Auftrag ist fertig und eine weitere Kiste dazu gekriegt. Naja, wir können ein paar Kisten öffnen nachher. So, und jetzt gucken wir mal, was hier Kamerad Schnürschuh hat. Auch was mit den Bremsen. Die Bremsen sind schlecht. Ist ein Ding. Schlechte Bremsen scheinen ja hier modern zu sein. So, dann nehmen wir den mal raus und hoffen, dass wir den nicht kaputt reparieren.
Dann fahr mal hoch. So, naja, gut, das ist halt eben das, ne? Brot- und Buttergeschäft eines Kfz-Mechanikers, ne? Bremsen, Inspektion. Genau das, was du den ganzen Tag in diesem Beruf machst. Gott, war das langweilig. Wenn ich das nochmal so anmerken darf. Aber gut. Glaube ich, was abwechslungsreicher ist, aber es ist halt auch schwerer. Ein bisschen für den Kopf. Aber Spaß macht es trotzdem. So. Dann haben wir gleich alles runter, was zur Bremse gehört. Ich finde diese Animation bei der. Bei meinem Rad abnehmen, die finde ich ein bisschen übertrieben. Die finde ich doof. Also die stört mich. War vorher besser. Rad ab und es war weg. Ja, jetzt dieses komische nochmal ranzuppeln und hin und her mit der Kamera, da gefällt mir nicht. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir. Nee, gefällt wirklich nicht. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Reparatur. Dann haben wir sogar einen Bremsbacke wieder repariert gekriegt. Sehr schön. Ist uns nichts kaputt gegangen beim Reparieren. Wir brauchen aber auf jeden Fall Bremsscheibe belüftet, 2 Stück. Belege 2 Stück. Trommeln 2 Stück. So. Und dann fangen wir an, alles wieder zusammenzusetzen. Würden erreichen. Sehr gut. So. Das Rad ist wieder dran. Dann geht's nur nach hinten. Da müssen wir einen nachkaufen. Da auch. Na, die waren eigentlich noch gut. Oder beziehungsweise mindestens eine davon war noch gut. Aber. So, dann hier rüber. Dann ein. Achso, den müssen wir nachkaufen. Entschuldigung, ja, ja, hatte ich ja gesagt. So, das einmal nachkaufen und das einmal nachkaufen. So. Nagelneue Teile. Alles schön verbaut. Alles für unseren Kunden. Und dann nach vorn. So, Bremsscheibe eingelüftet. Bremsbeläge. Sattelkolben. Sehr schön. Gut, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wo sind wir denn jetzt hin? Da müssen wir hin. Okay. Ach, dass man halt eben nicht wirklich da aufhört, wo man als letztes dran stand. Ne? Dass man da quasi wieder aussteigt aus diesem Schraubmodus, wo man eingestiegen ist, ist für mich immer noch ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Bin ich immer kurz Moment orientierungslos, wenn ich da wirklich einmal ums ganze Auto rum bin. Aber gut. Auto ist fertig. Jo. Sehr schön. Dann bringen wir dich nämlich auch zur Tür. Rufen den Kunden. Unterschiedliche Reisenbreiten. So. Wir gehen noch ran. So, jetzt haben wir mindestens einmal die kleine und mindestens zweimal die große oder umgekehrt im Inventar. Und wir haben 2,55er vorne, alles klar. Gut, dann müssen die 2,55er hier vorne dran, nicht die 2,75er. So, sehr schön. Dann hier auch den. Das ist schon mal passiert, ne? Ärgerlicherweise. Ah, naja gut. Nee. Nee, auch nicht. Lass mal da rein und dann zusammenbauen. Danke. So, und hier muss ja der 275er ran. So. Dann jetzt bitte in Richtung Tor 1. Ja. Wunderbar. Gut, dann können wir den Kunden jetzt anrufen und sagen, hey, dein Auto ist fertig, hier kannst du abholen, gib uns bitte $810. Dankeschön, Spielstand gespeichert und jetzt machen wir nochmal ganz kurz. Kisten, nee, erstmal verkaufen wir alles, was wir nicht mehr brauchen. Und dann sehen wir, dass wir hier eine Kiste öffnen dürfen. Inhalt der Kiste ist eine Felge, ein, okay, und ein Zahnriemen für ein V8.
Na gut. Na gut. So, gucken wir mal, was in der zweiten Kiste drin ist. Bitte. Eine Hinterachse, was ist das? Hier mal eine Felge nochmal, dann haben wir hier ein Getriebe und eine Starrachse, Vorderachse. B, okay. Qualität 3 sogar. Ja, danke. Schön, dass wir das haben. Ich werde das jetzt noch einlagern und falls es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und oder ein Abo, falls ihr es noch nicht habt. Ich würde mich, nein, mich nicht verkaufen. Ich würde mich über freuen, wenn wir uns wiedersehen bei der nächsten Folge. Tschüss.